Hallo und herzlich willkommen zu diesem Beitrag aus der Reihe Lieblingsbilder anlässlich unserer Tiepolo-Ausstellung im Martin-von-Wagner-Museum. Sie sehen mich hier noch nicht in der Ausstellung selbst, sondern im Treppenhaus, hier bei einer unserer vier Wegweiser-Figuren, die Ihnen den Weg durch das Treppenhaus bis vor die Tore unserer Gemäldegalerie weisen sollen. Diese Figur hier zeigt den Hofstukkator Antonio Bossi, der bekannt ist für seine Arbeiten im Weißen Saal, hier in der Residenz unter anderem. Und mit dieser Figur nun, mit diesem Figurenkonzept, steht das Lieblingsstück, das ich Ihnen jetzt gleich vorstellen möchte, in einem engen Zusammenhang. Hier haben wir es also. Es handelt sich um ein Blatt aus einem bläulich-grünlichen Papier aus einem Zeichnungsalbum, sicherlich von der Hand von Giambattista Tiepolo persönlich. Es hat einige Beschädigungen, von denen wir die meisten zum Glück dank des Passepartouts momentan nicht sehen. Auf dieses Blatt hat Tiepolo mit einer rötlichen Mineralfarbe gezeichnet, dem Rötel, und zusätzlich bestimmte Partien mit Kreide hervorgehoben, das heißt gehöht. Nun, was hat er gezeichnet? Ich habe vorhin schon darauf hingewiesen, es steht im engen Zusammenhang mit dieser Figur des Antonio Bossi. Und zur Vorbereitung dieser freskierten Figur hat er Tiepolo mehrere Zeichnungen angelegt. Andere werden in anderem Zusammenhang vorgestellt. Und ich möchte Ihnen nun dieses Blatt hier zeigen, weil ich es besonders interessant finde. Warum? Man muss erst mal überlegen, um was es sich eigentlich handelt dabei. Stellen Sie sich vor, wir drehen es herum. Es könnte auch ein Gebirgsmassiv sein mit Erosionsrinnen, mit Bäumen, die auf Steingraten wachsen. Aber wenn man sich so einsieht, merkt man, okay, das ist ein Ausschnitt einer Figur, die einen Mantel anhat. Und der Künstler bemüht sich darum, diesen Mantel so effektvoll wie möglich darzustellen und tastet sich in Form dieser Rötelzeichnung an diese Konzeption heran. Was hier besonders faszinierend ist, ist eben diese Freiheit, die sich ergibt, dass zum Beispiel keine Beine zu sehen sind, kein Kopf. Es ist ein Ausschnitt einer Figur und die ist auf ganz interessante Weise aufgebaut und im Detail gestaltet. Schauen wir uns mal diese Form an, die wie aus mehreren Dreiecken zusammengefügt wirkt. Aber keine spitze Dreiecke, sondern fließende Dreiecke mit abgebrochenen oder gebogenen, gerundeten Spitzen oder Ecken. Und das hat einen besonderen Effekt. Die Konturlinie, die fließt förmlich, meistens ziemlich geschlossen und fasst dieses Feld schön ein, aber im unteren Bereich zum Beispiel offen. Und das gibt natürlich die Möglichkeit zur eigenen fantasievollen Ergänzung oder Fortführung dieser Zeichnung. Und in dieser Zeichnung haben wir Partien, die zum Teil völlig frei sind, ohne Zeichnung, wie zum Beispiel hier am rechten Rand. Da erscheint dieses Papier noch ganz klar und unbezeichnet hervor. Aber dann gibt es Partien, in denen sich der Rötelstift so langsam anschmiegt, gewissermaßen an das Papier, immer mehr Farbe bekommt, immer mehr Intensität, bis zu gewissen ganz tief eingefärbten Partien, wo man merkt, mit welcher Energie, mit welcher Werft Tiepolo hier am Werk gewesen ist. Und das finde ich immer toll, wenn man das am Original oder mit einer tollen Reproduktion so gut nachverfolgen kann, wenn man dem Künstler so nachspüren kann, wie er es hier macht, mit ganz verschiedenen Schraffuren, manche wie so zart hingehaucht, manche ein bisschen schematisch ausgeführt, manche nur angedeutet, und das macht dieses Blatt so unglaublich faszinierend, zusammen mit so einer leichten Verwischen dieses Rötelstrichs. Da wird der Strich so ein bisschen abgemildert in seiner Intensität und bekommt eine malerische Note. Und das macht dieses Blatt für mich so besonders interessant und faszinierend. Und wenn Sie das Blatt im Katalog anschauen, in unserem Katalog zur Ausstellung, da werden Sie auch die Ränder betrachten können. Da sehen Sie einige Einrisse oder Fehlstellen. Natürlich bedauern wir sowas,
wenn was fehlt. Aber in diesem Zusammenhang nun fügt sich das Ganze mit den Formen hier in der Zeichnung zu einer großen, imposanten Einheit zusammen.